dieser Aha-Moment, den ich euch gleich erzähle, das ist zu krass. Crazy. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, wie lange ist das bitte her, dass ich das gesagt habe? 4 Monate, 5 Monate? Egal, auf jeden Fall. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Also die mir auf YouTube folgen, die mir auf Instagram folgen, die kennen mich natürlich noch, weil da bin ich immer noch aktiv gewesen. Und die wissen auch, worum es heute in diesem Video geht, weil die haben ganz arg danach darauf gewartet und dass ich es endlich drehe, weil ich habe lange ein bisschen vor mir hergeschoben. Also es wird auch heute eine Challenge, weil die Kinder da sind, aber ich kriege das hin. Ich mache mich heute mit euch zusammen fertig und wollte euch erzählen, was mein Leben verändert hat. Ich fange erstmal an. Foundation habe ich schon drauf, ne? Und jetzt dachte ich mir, ich schminke mich einfach nebenbei, weil dann kann ich frei reden und habe vielleicht ein bisschen Probleme mit der Konzentration, was ich benutze, aber wie das am Ende aussieht, ist ja auch egal. Es geht ja eigentlich um den Inhalt. Also so ein bisschen Intro müsst ihr mir lassen, okay? Nicht direkt vorspulen, um zu erkennen oder zu sehen, was ich oder was mir geholfen hat, mein Leben zu verändern. Ich muss am Anfang direkt mal sagen, die es jetzt auf Instagram nicht mitbekommen haben, ich laufe seit, ich glaube, 5 Wochen oder 6 Wochen jeden Tag und stehe jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf. Mittlerweile stelle ich mir sogar den Wecker auf 4.50 Uhr, damit ich noch mehr Ruhe habe. Und das, Leute, das ist das Krasseste. Durch Corona bin ich in so einen Trott verfallen. Ich habe ja auch lange kein YouTube mehr gemacht und irgendwie habe ich es immer vermisst und dachte so, oh, irgendwas habe ich gebraucht und mir fehlte so richtig der Ansporn. Also wenn ihr gerade so an so einem Punkt seid, wo ihr denkt so, ich bin zwar glücklich, aber irgendwie irgendwas fehlt. Irgendwas sagt mir, dass irgendwas gerade fehlt und nicht richtig ist, obwohl es einem eigentlich ganz gut geht. Und ich habe dann dieses Buch entdeckt. Ich glaube, das hatte mir eine Followerin oder so mir geschickt und ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich hatte dann dieses Buch gelesen, das heißt Miracle Morning. Und das ist, also Leute, ich kann euch das so hart empfehlen. Das hat wirklich mein komplettes Leben verändert. Innerhalb von kürzester Zeit. Also ich war auch so beflügelt und so motiviert und so inspiriert von diesem Buch. Das war einfach zu krass. Ich kann euch auch alle Bücher, die ich bisher gelesen habe und wirklich toll finde und die mich extrem inspiriert haben, unten in die Infobox verlinken. Aber dieses Buch jetzt, das hat wirklich alles komplett verändert. Ich weiß nicht, ich habe aber auch extrem eine Veränderung gebraucht und ich wusste nicht, wie kannst du was ändern? Weil im Prinzip sind wir lange eingesperrt gewesen und haben unsere Freiheit ja aufgegeben. Und also uns wurde so viel genommen und man fühlte sich so eingesperrt und was konnte man denn ändern? Aber dennoch brauchte ich eine Veränderung. Ich fange jetzt mit meinen Augenbrauen an. Ich habe hier so ein cooles Zeug, weil meine Augenbrauen sind immer extrem störrisch und die hängen immer so runter. Und das ist eigentlich echt gut. Wisst ihr, was das Lustige ist? Ihr wisst ja, dass ich seit Jahren euch die Ohren voll heule, dass ich so schlecht schlafe nachts. Und einfach nur mal ausschlafen möchte. Das war wirklich mein einziges Ziel, weil mich das echt geschlaucht hat. Und dann hatte ich aber noch die Probleme mit der Schilddrüse. Ich habe dieses Buch gelesen und das hat wirklich echt alles verändert. Es ist so, ich habe das so aufgesogen. Ich habe das dann gelesen, ich habe das dann versucht und ich dachte erst so, oh mein Gott, 5 Uhr aufstehen, ne? Wie die meisten von euch wahrscheinlich jetzt denken. Wie zum Teufel kann man um 5 Uhr morgens aufstehen und vor allen Dingen freiwillig auch nur um 4.50 Uhr, dass da eine 4 steht, ist schon extrem krass. Ich laufe seit 6 Wochen jeden Tag und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe Laufen gehasst wie die Pest. Also Laufen war für mich wirklich eine Bestrafung. Wenn ich die Leute am Straßenrand abends laufen sehen oder tagsüber laufen gesehen habe, ich dachte so, oh mein Gott, du Arme, du musst dich ja schrecklich gerade fühlen, weil ich habe das nie verstanden, wie man freiwillig laufen kann. Ich muss mir mal kurz einen Eyeliner ziehen, weil ich merke, dass es gerade doch echt schwer ist zu reden und sich zu schminken und sich zu konzentrieren. Der ist jetzt ein bisschen dicker als der, aber ist egal. Ich habe mir schnell meine Augen geschminkt, weil dafür brauchte ich doch ein bisschen mehr Konzentration.
Jedenfalls, ich habe das Buch dann gelesen und ich hatte dann am Abend davor, als ich dann gehört habe, dass er um 5 Uhr aufsteht, habe ich gedacht, komm, du ziehst das jetzt auch durch, versuchst das einfach mal. Und ich habe dann den Wecker gestellt und das erste Mal ist mir wirklich schwer gefallen, also hier aufzustehen. Und ich glaube, das allererste Mal habe ich den Wecker auch auf 5:30 gestellt. Genau so war das, nicht direkt 5 Uhr, sondern 5:30. Ich habe gedacht, komm, fängst du langsam an und versuchst einfach mal, ob du diese Magie auch spürst. Und ich bin dann aufgestanden, ich war natürlich extrem müde, bin dann auch zuerst duschen gegangen und habe mich dann ins Wohnzimmer gesetzt und habe dann irgendwie so einen Moment gehabt, dass ich dachte so, boah, geil, voll schön irgendwie. Aber da war noch nicht so dieser Aha-Moment, den ich euch gleich erzähle. Das ist zu krass. Und das hat mich auch dazu gebracht, jeden Morgen aufzustehen und sogar noch früher aufzustehen. Und ich habe dann halt weitergelesen und dann auch erfahren, wie er sein Miracle Morning macht und habe das dann auch gemacht. Weil so eine leichte Anleitung braucht man ja schon. Man sitzt dann da und weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen. Habe mich dann so herangetastet und bin natürlich dann auch mit dem Buch immer weitergekommen, weil ich habe es nicht erst komplett gelesen. Er hat mich einfach so motiviert und ich wollte es so hart anders haben, dass ich es dann direkt auch gemacht habe. Eines Morgens war ich dann so weit, das hatte gar nicht, ich glaube, das war der dritte oder vierte Tag, bin ich dann aufgestanden, habe gedacht, komm, du läufst jetzt gleich mal so. Um 6 Uhr war das ungefähr. Also ich bin immer eine Stunde wach, erzähle ich gleich auch, was ich dann mache, nach und nach. Bin dann raus, bin gelaufen und habe gestartet und natürlich konnte ich nicht lange. Ich habe Konditionen gehabt, gleich null, weil ich habe zwar Sport getrieben, aber keine Ausdauer. Ich hatte echt überhaupt keine Ausdauer. Ich musste ständig eine Pause machen und hatte dann, als ich gelaufen bin, plötzlich so ein extremes Glücksgefühl während des Laufens, dass ich anfangen musste zu weinen, weil es so schön war. Und es war so ruhig und so friedlich und so wunderschön. Der Himmel war so schön. Ich kann euch mal ein paar Bilder einblenden, weil ich teile das ganz oft auch auf Instagram, wie wunderschön dieser Morgen einfach war. Und da hatte ich so einen Aha-Moment und dachte so, oh mein Gott, wie schön ist diese Welt und wie schön ist dieses Leben. Das hört sich jetzt echt total kitschig und spirituell und esoterisch und so hört sich das jetzt an, aber es war wirklich so. Ich hatte einfach ein extremes Glücksgefühl in diesem Moment und dachte so, boah geil, ich habe es verstanden. Und von dem Tag an habe ich das jeden Morgen, bin ich jeden Morgen laufen und habe auch dieses Glücksgefühl jeden Morgen. Das bringt mich dazu, mit Freude auch jeden Morgen aufzustehen, weil ich einfach mit so viel Ruhe und so viel Gelassenheit und so viel Dankbarkeit aufstehe, dass mich das so durch den Tag bringt und so krass beflügelt. Ich habe immer Ziele gehabt, aber ich habe die nie so wirklich in Angriff genommen, kann man nicht sagen, aber ich bin halt in so einen Trott gefallen, dass ich, als Liza geboren wurde, dass ich dachte so, du hast jetzt 2 Kinder und du schaffst halt nicht so viel. Also ich habe es mir selber immer so runtergeredet und es mir selber immer sehr, sehr leicht gemacht. Und auch in dem Buch, das ist ein Lieblingszitat von mir, was ich mir auch jeden Morgen aufsage. Und zwar, wähle nicht den leichten Weg, sondern wähle den richtigen Weg. Leute, dieser Satz, der ist so motivierend für mich. Ich erzähle euch jetzt, was ich morgens mache. Also, ich stelle meinen Wecker auf 4.50 Uhr mittlerweile, jetzt seit 3 Tagen. Weil wenn ich aufstehe, ich kann nicht sofort aufstehen. Ich bleibe noch so ungefähr 30 Sekunden liegen, gehe dann ins Bad, wasche mein Gesicht, putze meine Zähne, creme mich ein und setze mich dann in die Küche an den Tisch und habe da auch schon alles vorbereitet. Da steht dann ein Glas Wasser. Das trinke ich dann als allererstes, um meinen Körper wieder zu hydratisieren. Kann das sein? Ist das richtig? Auf jeden Fall trinke ich dann ein Glas Wasser und habe dann mein Buch neben mir liegen, mein Tagebuch. Ich führe nämlich jetzt auch seit 6 Wochen ungefähr Tagebuch. Das habe ich auch immer gewollt und nie durchgezogen. Habe zum Beispiel morgens, ich habe so eine Affirmation, das sind so Glaubenssätze, die man in sich drin hat, die man versucht zu verarbeiten. Und man spricht zu sich halt sehr positiv, sagt, du bist toll, du schaffst das, du kannst das, du bist stark, du bist selbstbewusst, kannst alles erreichen, was du willst. Und solche Glaubenssätze sagt man sich halt auch jeden Morgen. Und das ist so krass, weil ich habe so viele Zeichen auch vom Universum bekommen, dass es einfach wahr wird. Und ihr müsst nur daran glauben. Das ist echt verrückt. Aber Leute, bitte glaubt mir, es funktioniert. Ihr müsst ihr müsst wirklich mit euren Gedanken ganz dabei sein und wirklich daran glauben und dann wird das auch wahr. So viele Beweise schon gehabt mittlerweile, seitdem ich das mache. Zum Beispiel,
Nur ein kleines Beispiel, ist jetzt nur ein kleines Mini-Beispiel, aber es zeigt mir schon, dass es funktioniert. Es gibt auch größere Beispiele, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ich habe zum Beispiel an ein bestimmtes Wort gedacht und mir das so sehr gewünscht. Und am nächsten oder ich glaube noch am gleichen Tag habe ich eine Nachricht von einer Zuschauerin bekommen, die wirklich extrem positiv war. Und sie hat genau dieses Wort benutzt. Und das war für mich zu krass. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe das auch Alex erzählt, wie heftig das einfach ist, was man mit seinen Gedanken alles erreichen kann. Ich habe auch meine Ziele neu gesetzt und ich bin einfach so viel positiver und stressresistenter als vorher. Vor allen Dingen auch meine Schilddrüse. Ihr wisst ja, ich hatte so Probleme mit meiner Schilddrüse. Da geht es auch echt wesentlich besser, weil es auch einfach vieles nur Kopfsache ist. Und wenn man sich ständig einredet, ah, das schaffst du eh nicht und das, da versagst du eh wieder und heute ist nicht so mein Tag, dann ist das auch nicht dein Tag. Also du musst in den Tag positiv starten und dann wird der auch toll. Also du, ja, es ist einfach alles nur eine Einstellungssache. Das ist zu krass und dieses Buch hat mich echt extrem motiviert und ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. So, das ist übrigens meine Lieblingslippenkombi, die benutze ich im Moment sehr, sehr gerne, weil die super natürlich ist und wie ihr seht, ich habe jetzt nicht so wirklich eine krasse Lippenfarbe. Staycation von Huda. Das ist sehr trocken, aber ich hatte gerade eine Pflege drauf gemacht. Die aktuelle Situation bei uns ist die, dass der Alex, ich habe den Alex auch motiviert, jeden Tag früher aufzustehen. Ich habe den auch so krass inspiriert. Das freut mich natürlich, dass er sich mich so als Beispiel nimmt, weil er einfach sieht, wie krass ich mich verändert habe, wie meine Launen sind, wie ich reagiere auf manche Situationen und dass ich überhaupt laufen gehe, findet er einfach übertrieben krass, weil er weiß, ich habe Laufen so sehr gehasst. Und also Leute, ich kann euch das Buch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr auch eine Veränderung braucht und irgendwie spürt ihr, euch fehlt innerlich irgendwas und ihr einfach positiver durchs Leben gehen wollt und eure Einstellung so ein bisschen ändern und gewisse Ziele im Leben habt, die ihr einfach unbedingt erreichen möchtet, dann schreibt euch die auf und glaubt daran. Und wie gesagt, lest euch dieses Buch mal durch, weil das hier ist es. Ich habe auch ganz viel drin rumgeschrieben und ganz viel markiert. Und da sind auch super viele Zitate drin, die ich auch extrem inspirierend finde. Also dieses Buch ist einfach Gold wert. Und das hat wirklich alles verändert in meinem Leben. Und oh, gibt mir so viel Hoffnung und so viel Kraft. Das ist einfach extrem schön. Und deswegen möchte ich das mit euch teilen. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles gut erzählt habe. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt mir gerne Fragen. Und sonst mache ich nochmal eine Fragerunde auch für Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ich euch inspirieren konnte, ob ihr schon laufen geht morgens und wie ihr zum Laufen steht und wie ihr generell zum Universum steht, weil das ist wirklich übertrieben krass. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ihr Lieben, ciao.